Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Space Life Cast nach langer Zeit wieder auf Sendung mit einem Raketenstart und da begrüße ich auch wieder den Thomas. Hallo. Ja, hallo alle waren zusammen. Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt und schön, dass wir wieder da sein dürfen. In Vandenberg steht die Atlas 5 auf dem Pad. Im Moment ist es dunkel dort und das wird sich auch nicht so sehr ändern. Was wir aber sehen, ist jede Menge Nebel. Wird das ein Problem sein? Wir wissen es noch nicht. Oder, Klaus? Genau, im Normalfall ist das nichts Unübliches in Vandenberg. Ich kann mich erinnern, dass wir schon mal einen Start gesehen hatten, auch dabei. Und genau, das Startfenster ist jetzt erstmal 2 Stunden lang. Da wollen wir natürlich hoffen, dass es gleich direkt am Anfang losgeht. Das wäre nämlich frühestmöglichst um 13.05 Uhr unserer Zeit, so wie es NASA auch gerade einblendet. Und genau, vielleicht zeigen wir einfach mal schon mal einen kurzen Überblick, wie die Landung dann und wie das aussieht dann mit Mars Insight etc. Kurzes Musikvideo und dann sind wir natürlich gleich wieder da und dann gehen wir auch direkt auf die Details wie Wetter, Countdown und alles, was zu dieser Mission dazugehört. Dann bis gleich. Ja, man könnte fast sagen, wir wollen Musks Tesla einfangen, der auf dem Weg zum Mars ist, aber nee, das tun wir eigentlich nicht. Das hier ist Insight und Insight heißt so viel wie Insicht. Das heißt, es ist eine Sonde, die natürlich in Richtung Mars geht, die auf dem Mars landen soll. Man erinnert sich so ein bisschen an Curiosity, so soll es ja halt heruntergehen. Ja, und wie wir es halt auch im Film gesehen haben, dieses wunderschöne Teil möchte sich diesmal sehr, sehr tief oder etwas tiefer ins Innere des Mars einwühlen, als das Curiosity, sag ich mal, machen konnte mit seinen Gesteinsproben, die es genommen hat. Man möchte hier den Boden untersuchen und man möchte herausfinden,
ob und inwiefern der Mars eigentlich noch aktiv ist. Genau, das ist ja der große Unterschied zu den vorangegangenen Missionen, wo es immer hauptsächlich darum ging, oberflächlich, vielleicht auch mit Curiosity, konnte natürlich auch schon mal so ein bisschen die Oberfläche ankratzen und anbohren. Aber jetzt geht es halt einfach darum, herauszubekommen, wie das Ganze denn eigentlich vom Kern her aussieht. Und da hat man eben so drei verschiedene Instrumente mit an Bord. Und bevor wir darauf eingehen, wollten wir aber auf jeden Fall nochmal den Hinweis auch auf den Chat. Wenn ihr da Fragen stellen wollt, kommt auf chat.raumfahrer.net. Wir versuchen da ab und zu mal reinzugucken. Und vielleicht gehen wir mal kurz auch auf das Wetter ein, wie es denn da jetzt aussieht. Ja, und ich meine, das sieht man eigentlich ziemlich gut im Hintergrund bei NASA TV, die halt da mittlerweile auch schon live sind. Man sieht, dass das doch sehr, sehr dunstig, sehr, sehr diesig ist. Und wenn man dann auch sieht, sage ich mal, die Außenkamera, die an der Rakete herunterschaut, da stellt man dann schon fest, dass das Ganze am leicht vereisen ist. Das heißt, wir haben Nebel, wir haben eine Wolkenbasis. Normalerweise ist Sicht ein Thema, ein Launch Constraint, aber ich habe schon gesehen, dass es Bestrebungen gibt für den Fall, dass sonst alles andere in Ordnung ist und das Launch Safety, also die Range, wirklich sauber und sicher ist, dass man dann auch sagen will, okay, auch wenn es denn neblig ist, dann nehmen wir diesen Launch Constraint nicht ganz so ernst. Was man sieht ist, dass die Rakete am Vereisen ist, aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, die es dort momentan gibt. Man kann sehr schön an den Außenkameras sehen, wie die Vereisung dort stattfindet und wie halt auch der Wind über die Oberfläche hinweggeht. Warum die Rakete vereist? Naja, das liegt in der Regel an dem flüssigen Sauerstoff, der halt in die Rakete reingepackt wird. Die erste Stufe, die Kernstufe. Die arbeitet mit Rocket Propellant 1. Das ist ein RD-180-Triebwerk. Rocket Propellant 1 ist im Prinzip ein etwas aktiveres Kerosin, während die Centaur-Oberstufe, die halt wieder zündbar auch ausgelegt ist und ausgelegt sein muss, weil es ja hier die diverseste Zündung geben muss, um halt auch in Richtung Marsbahn letzten Endes einzuschießen. Genau, das mit der Marsbahn ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Ich kann es ja mal kurz einblenden. Wo sind wir überhaupt? Wir befinden uns ja hier in Vandenberg. Das ist an der Westküste der USA. Relativ ungewöhnlich. Das ist auch wirklich der erste Start einer interplanetaren Mission, die nicht von der Ostküste ausgeht. Ja, warum hat man das gemacht? Ich meine, ich habe das Bild gerade so ein bisschen drin. Da sieht man vielleicht so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Thomas, magst du vielleicht mal ein bisschen erklären, warum wir vermuten, dass es diesmal von Vandenberg losgeht? Naja, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, es gibt eine unwahrscheinlich hohe Inklination. Warum die gewählt worden ist, wissen wir nicht ganz genau. Auf der anderen Seite munkelt man, dass gerade freie Atlaskapazitäten dort vorhanden waren und deswegen hat man die Westküste ausgewählt. Aber schauen wir mal was anderes. Wenn diese Inklination, wenn wir die, sag ich mal, von der Ostküste, von Florida zum Beispiel, hätten wählen müssen, was auch machbar wäre, dann hätten die Kubaner, sage ich mal, das Asterix-Syndrom gehabt. Das heißt also, denen könnte der Himmel auf den Kopf fallen, sprich eine Raketenstufe. Dass das nicht so ganz angenehm ist, ist klar. Und deswegen hat man gesagt, okay, ist vielleicht nicht ganz so günstig, wenn der Schrott in den Amazonas fällt oder halt auf Kuba. Deswegen ist man halt an die Westküste gegangen. So würde ich das einfach mal sehen. Schiebt einfach mal die grüne Linie, das ist die Bahn, die nach dem Start eingenommen werden soll. Schiebt die einfach mal so ein bisschen in Richtung Florida. Die Diagonale bleibt in etwa und dann wisst ihr, was getroffen worden wäre von, sage ich mal, erste Stufe von der Nutzlastverkleidung und Genau, so wenn man auch weiter. den absteigenden Ast geflogen wäre, ne? Und auch der aufsteigende Ast, und man überlegt, jede Bahn geht ja immer hoch runter. Das heißt, man könnte sich auch ein bisschen Zeit noch nehmen und sagen, man wartet auf den aufsteigenden Ast. Aber das sehe dann eher auch danach aus, als ob das so Nord-Nordost wäre, dass es wahrscheinlich dann auch irgendwie über Land geht. Ja? Und glaube ich Ja. jetzt auch einfach unsere Vermutung, warum es diesmal von Vandenberg losgeht. Genau.
Ja, was halt hier wirklich das Thema ist, ist, Insight ist relativ leicht. Wenn man sich das anguckt, wir fliegen mit einer Atlas 5, ja, aber dann gibt es die Modellbezeichnung 401. 4 heißt, wir nehmen die Nutzlastverkleidung mit 4 Meter Durchmesser. Damit legt sich ein gewisses Maximalgewicht fest. Klaus, kannst dazu vielleicht gleich auch noch Die mal ein Rakete bisschen ist was einblenden? eingeblendet. Okay, Die ist schon eingeblendet. super. So, und da gibt es auf der ULA-Seite einen wunderschönen Konfigurator. Und wenn wir da jetzt anfangen, sag ich mal, das Gewicht langsam zu erhöhen, dann stellen wir dann auch fest, dass aus der 401 eine 411 wird irgendwann, eine 421 und so weiter. Das bedeutet, die zweite Stelle, die zeigt uns an, wie viele von den Zusatzboostern außen an der ersten Stufe angebracht werden. Genau, ich bin Ja, gerade so. drauf auf dem Konfigurator. Also, das ist im Prinzip eigentlich natürlich für den Kunden gedacht. Hier unten sieht man dann nämlich auch gleich immer den Preis, der dabei herauskommt. Nehmen wir mal an, ne? 2019 wollen wir irgendwas starten im dritten Quartal. Fragen die erstmal ab, wo wollt ihr denn hin? Wollt ihr Geotransfer-Orbit, in einen ganz normalen Low-Earth-Orbit oder einen mittleren Orbit, wo die GPS-Satelliten beispielsweise fliegen? Oder wollen wir in einen sonnensynchronen Orbit rein? Und danach geht's los. Ja, wie viel Nutzlast haben wir eigentlich? Ne? Können wir hier halt eingeben. Maximal steht hier mit der aktuellen Fairing ist 15.000 Wobei Kilogramm. Fairing Ne? natürlich für die Nutzlastverkleidung steht, genau. Und da geht es direkt los. Ne? Dann will er alle Booster haben, wenn ich das Maximum natürlich eingebe. Ne? Und Nutzlastverkleidung haben wir, glaube ich, gerade auch eine relativ kleine. Also es gibt die in 405 Meter und die dann auch nochmal in drei verschiedenen Längen. Ja, und da die halt in unterschiedlichen Längen existieren, nimmt in bestimmten Bereichen nach der größer werdenden Länge eigentlich auch das zulässige Payload-Gewicht ab. Aber das ist ziemlich klar. Jetzt fragt man sich, für was steht die letzte Ziffer? Die letzte Ziffer steht für, wie viele Triebwerke habe ich in der Oberstufe? Die Oberstufe ist eine Centaur-Oberstufe, wieder zündbar ausgelegt, weil ich ja zum einen den ersten Orbiteinschuss machen muss. Dann muss ich irgendwann auch mal, nachdem ich meine Barbecue-Phase, wie das so schön bei der Ariane heißt, das heißt also, ich befinde mich dann auf dem Weg zum Punkt, wo ich ein zweites Mal meine Oberstufe zünden muss, um dann in die eigentliche Fluchtbahn einzuschießen. Während dieser Zeit muss diese Stufe ein bisschen drehen, weil sie ja gegrillt wird, deswegen Barbecue. Und damit die Hitze nicht immer nur von einer Seite einschlägt, was zur Verspannung führt, dreht die sich dann halt. So, jetzt sagt man halt, eigentlich, wenn ich sehr, sehr viel Gewicht habe, dann könnte ich da ja auch ein zweites Triebwerk einbauen. Das Ganze ist geplant, soll in den nächsten Jahren kommen, aber im Moment ist noch keine Atlas geflogen mit zwei Oberstufentriebwerken. Das sind Teile mit einem Oberstufentriebwerk, also mit einem Oberstufentriebwerk geflogen. Genau. So. Wir können jetzt noch mal kurz einen Missionsüberblick auf jeden Fall noch mal geben. Also eine kurze Dokumentation, wenige Minuten lang, die aber noch mal schön verdeutlicht, welche Instrumente da jetzt eigentlich genau auch an Bord sind, bevor wir dann natürlich auch wieder zurückkommen nach dem Video und dann auch mal auf den Countdown und Timeline eingehen und auf die Timeline ab Start. Bis gleich. InSight ist nicht nur eine Mars-Mission, es ist wirklich eine Mission im Inneren des terrestrischen Planeten. Mars ist das Goldlöckchen unter den Planeten. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein, es ist genau richtig. Wenn er größer wäre, hätte er viel Aktivität bewahrt und alle Beweise gelöscht. Wenn er kleiner wäre, hätte er niemals dieselben Prozesse durchlaufen, die die Erde geformt haben. Und so ist es genau richtig. Mars wird uns Einblick in die frühe Planetenbildung geben. Und frühe planetarische Prozesse. Wenn wir die Einzelheiten der Struktur des Marsinneren verstehen, können wir uns mit den Fragen befassen, Fragen der Planetenbildung, die wir bisher nur erraten konnten. Uns fehlen kalte, harte Daten und genau das wird diese Mission liefern. Die InSight-Mission ist eine geophysikalische Mission zum Mars. Es wird zum Mars gehen, um seine Lebenszeichen zu messen. Es wird quasi der Herzschlag analysiert, die seismische Aktivität des Planeten. Wir machen das mit einem Seismometer, einem sehr präzisen Seismometer. Mit Techniken, die auf der Erde gut entwickelt sind, um die Kruste, den Mantel und den Mars zu verstehen.
und die Art der Beziehung zwischen diesen. Es wird die Temperaturgradient der Oberfläche gemessen, was sagt, wie viel Wärme herauskommt. Wir haben auch eine Wärmestromsonde, nennen es HP Cubed, und damit wird im Grunde die Temperatur des Mars gemessen, und davon wird man verstehen können, wie der Wärmestrom ist, im Verlaufe eines vollen Marsjahres. Und es wird seine Reflexe messen, indem man sich ansieht, wie die Rotation leicht wackelt, durch die Effekte der Sonne. Unser letztes Experiment heißt RISE, und das wird im Grunde das Wackeln des Mars betrachten, um zu verstehen, was die Kerngröße und die Zusammensetzung sein könnte. Das Lockheed Martin Flugsystem. Unsere Rolle ist es, die Hülle zu bauen, die Reisestufe und den Lander. Alle drei haben einen extrem hohen Anteil von der Phoenix-Mission. Es ist ein Vorteil für uns, flugerprobtes Design zu verwenden, weil wir es kennen. Wir haben es getestet. Wir haben sie qualifiziert und sie haben erfolgreich auf der Marsoberfläche gearbeitet. Wir haben einen wirklich großen Vorsprung. Eine Menge Dinge sind zusammengekommen, um es zu ermöglichen, viel zu lernen über das Innere des Mars aus einem Seismometer. Also haben wir CANES, die unser Seismometer bauen, das seit vielen Jahren entwickelt wird. Was es macht, ist, dass es nur auf der Oberfläche des Mars sitzt und es ist wie ein Stethoskop. Es hört ab, was im Mars vor sich geht. Das HP Cubed Instrument haben wir vom DLR bekommen. Auch das ist seit vielen Jahren in der Entwicklung. Diese Sonde dringt in den Untergrund ein, bis zu 5 Meter. Auf diese Weise misst es die Wärmeleitfähigkeit. Ein grundlegendes Mantra unseres Flugsystemdesigns ist ein geringes Risiko und damit ein geringeres Kostenrisiko. Wir waren schon einmal mit dem Team vom JPL Lockheed Martin auf dem Mars. Wir waren schon vorher mit Phoenix auf der Marsoberfläche. Wir wissen, wie man den Arm bedient. Die Oberflächenoperationen sind viel, viel einfacher als bei Phoenix. Und wir setzen zwei Instrumente auf die Oberfläche und dann lassen wir sie dort, ohne weitere Interaktion mit dem Boden, mit sich wiederholenden wöchentlichen Up-Downlink-Sessions. Wir sind dazu geschaffen, diese Mission zu erfüllen. Das Erbe von Insight reicht weit über das Flugsystem und die Hardware hinaus. Es erstreckt sich auf das Personal, die Prozesse, die Tools, die entwickelt haben und so weiter. Mit einem Raumschiff auf einer Discovery-Budget werden wir wirklich in der Lage sein, Wissenschaft zu machen, wo wir in den letzten 20 Jahren gedacht haben, es würde Milliarden kosten. Wir haben ein sehr robustes Design und auch Margen im System eingebaut. 50% Marge auf unsere Instrumentenbereitstellungszeitachse, 50% Marge für unsere Datensammlung und sogar 500% auf die Übertragungsrate täglich. Wir sind in guter Verfassung. Ich denke, diese Mission wird eine Menge Aufregung erzeugen. Wir stellen bereits über Twitter, Facebook und im Internet eine Verbindung mit der Öffentlichkeit her. Wir werden mit Erziehern zusammenarbeiten, um die Bebendaten vom Mars in die Hände der Kinder zu legen, um einen Blick auf die planetare Wissenschaft zu werfen. Wir haben die richtige Expertise und das Wissen, um diese Mission zu erfüllen. Wir werden für den Start bereit sein. Innerhalb von 6 Monaten werden wir auf dem Planeten landen und unsere Wissenschaft sofort zurückgeben. Es wird eine großartige Mission sein. So, dann sind wir wieder zurück, auch mit der guten Neuigkeit, dass das Launch-Constrain bezüglich des Nebels weg ist. Das heißt, doch kein großes Problem mehr. Im Moment sind alle Systeme go, das Wetter ist go und alles sieht danach aus, dass wir auf 13.05 Uhr Spot dann auch den Start sehen werden. Im Hintergrund sieht man schon mal das Mission Profile, das heißt, wir sehen gerade das Abheben der Atlas V Rakete vom Startpad und danach geht es ja sozusagen als erstes in so ein Rollmanöver, um sich schon leicht in die Inklination reinzudrehen. Genau, dann ist irgendwann die erste Stufe dann auch ausgebrannt. Thomas hat wahrscheinlich gleich auch die Timeline offen, wann das alles ist. Jetzt ist die zweite Stufe dann als nächstes gezündet. Und der nächste Meilenstein wäre, dass die zweite Stufe dann ausgebrannt ist. Hier sehen wir wieder, wie wir vorhin gezeigt haben, den Start Richtung Süd-Südosten. Ja, und
Von der Timeline sieht es dann so aus. Das heißt also, das RD-180-Triebwerk, das ist die erste Stufe, die zündet natürlich schon 2 Sekunden vor dem Start. Warum? Man gibt natürlich den Start noch nicht frei. Man guckt erstmal, stimmen alle Parameter. Wenn sich die Drücke nicht richtig aufbauen und so weiter, hat man an der Stelle noch die Chance, kurzzeitig zu stoppen und den Start abzublasen. Soll das passieren? Ja, dann war es das für heute. Man kann das also nicht nochmal wieder neu aufnehmen. Und dann müsste man morgen halt erneut starten. Das Startfenster morgen wäre 12.55 Uhr, das heißt ganze 10 Minuten eher. Das hängt mit der ganzen Bahnmechanik zusammen, weil der Mars dann an einer etwas anderen Stelle ist und deswegen ein anderes Startfenster da ist. Mach 1 werden wir, also Liftoff ist dann eine Sekunde ungefähr nach dem T0. Das Pitch-Manöver, was Klaus ansprach, wo dann hin, wo in die Bahn sich schon hineingeneigt wird, das beginnt so ungefähr 3 Sekunden. Da ist man schon relativ hoch. Mach 1 hat man nach ungefähr 34 Sekunden erreicht und Max Q, das bedeutet, da ist die maximale Belastung auf die Raketenhülle gegeben. Die ist nach 45 Sekunden da. Das heißt also, danach ist man aus dieser Drucksituation raus und kann richtig Gas geben. So, und zwischen 1,47, also 1 Minute 47 und 1 Minute 48, wird dann, werden dann die Rocket Booster, die wir ja diesmal nicht haben. Das wäre aber die Zeit, da werden würden diese Side Booster, sag ich mal, abgesprengt werden und die Fairing wird nach 3,31 abgesprengt. Das ist so ungefähr das, wie das Flugprofil genau, halt aussehen wird. Ich habe es im Hintergrund auch nochmal eingeblendet. Hier könnt ihr nochmal die einzelnen Meilensteine ab Start auch sehen. Was man gerade im Hintergrund sieht, diese Mini-Satelliten Mark OA und B, die da mitfliegen, die genannten CubeSats. Das ist auch nochmal ganz spannend. Und zwar hat man ja häufig das Problem, das hatte man auch letztes Mal bei der Curiosity-Landung, wie kriegt man eigentlich mit, ob das Ding erfolgreich gelandet ist? Ne? Hat man letztes Mal natürlich, weil die Curiosity-Mission natürlich auch so eine Flagship-Mission ist, Geld spielt keine Rolle, hat man sämtliche Mars-Orbiter irgendwie versucht, so hinzudrehen, dass die dann irgendwie mitbekommen, frühestmöglich dann auch zur Erde senden können. Denn wenn das Gerät meistens auf dem Mars gelandet ist, ist nicht unbedingt der Sichtkontakt zur Erde sichergestellt und deswegen kann das erst auch teilweise Tage oder einen Tag dauern, bis das wieder der Fall ist und man mitbekommen würde, ob es erfolgreich ist. Das ist natürlich auch aus PR-Gründen dann immer nicht ganz hübsch, wenn man nicht direkt sagen kann, es ist gelandet. Deswegen hat man jetzt mal so 2 kleine CubeSats entwickelt, die eigentlich nichts anderes machen, als dann mitzuteilen, also als Relay zu funktionieren, um dann zu sagen, ja, Mars Insight ist gelandet, sendet das an die Relay und das Relay sendet es dann wieder zur Erde. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Die werden auch nicht in Mars-Orbit rein, also die haben so wenig Treibstoff, die haben nur so eine kleine Korrektur, dass die sich selber so ein bisschen drehen und ausrichten können natürlich, aber die werden nicht genug Energie haben und man will auch gar nicht, dass die in einen Mars-Orbit eintreten. Und ich habe so ein ganz kurzes 1-Minuten-Video, was das vielleicht mal kurz erklärt und dann sind wir auch wieder da. Communicating between Mars and Earth requires a complicated choreography, with everything in the right place at the right time. Sometimes hours can pass before information is relayed from one planet to the other. That's why when NASA's Mars InSight lander launches this year, the rocket will carry 2 tiny satellites on a technology test of their own. Meet Mars Cube 1. Marco, NASA's first CubeSat mission to deep space. These briefcase-sized satellites will travel separately from the InSight lander while they test out new miniaturized technologies. And if they make it to Mars, they could relay information back to Earth about InSight's descent and touchdown, and do it in mere minutes. Although this fast communication isn't crucial to the success of the InSight lander, this CubeSat test could change the way future spacecraft phone home. So, da sind wir wieder zurück mit der vollbeladenen Rakete und im Moment sieht ja auch noch alles gut aus. Ja, was heißt alles gut? Es gibt zwischendurch ein Thema mit den, oder es gab ein Thema mit den Datenverbindungen. Diese
an dem hat man gearbeitet. Auf der anderen Seite hieß es aber, gibt es auf alle Fälle Anfeuerungsbekundungen, aber gucken wir einfach mal, was dieses Thema mit dem, was mit diesen Data-Feeds ist. Yellow Alarms, ne, die da irgendwie gegeben wurden, und es ist noch nicht klar, was diesen ausgelöst hat. Richtig, das ist halt das Thema, und solange man, sag ich mal, das nicht klar hat, dann wird man auch nicht starten. Aber dafür ist ja unser Startfenster ganze 2 Stunden lang. Das heißt also, da gibt es auf alle Fälle nochmal etwas. So, und auf Twitter kamen da halt auch die entsprechenden, Meldungen herein. Aber gut, schauen genau. Wir einfach mal, wie es denn da aussieht. Warum sind wir denn überhaupt dieses Jahr gelandet? 2018 eigentlich war es ja auch mal angedacht, dass Mars vor 2 Jahren starten sollte. Das heißt, man hatte ein Problem mit einem der Instrumente. Es sind ja im Prinzip die 3, die ich auch vorhin schon genannt habe. Eins ist eben dieses Seismometer selbst. Das muss absolut im Vakuum sein. Das bekommt ja sogar auf dem Mars noch so eine schöne Kappe draufgesetzt, damit es auch gut geschützt ist und nicht irgendeinen Windstoß, denn auch sowas gibt es in abgeschwächter Form natürlich auch auf dem Mars, wenn da mal so ein Staubteufel rüberkommt, damit das einfach nicht dadurch externen Einflüssen dann anfängt zu wackeln und was zu messen, was irgendwie gar kein Beben ist. Und das war dann an einer Stelle bei einem Test, einem Vakuumtest, hat das einfach nicht sein Vakuum drin selbst gehalten. Also das hat dann irgendwie, oder bei einem Hitzetest, ich weiß nicht mehr ganz genau, was der Grund damals war. Aber auf jeden Fall, wie der Thomas sagte, Undichtigkeit. Und dann hat man sich die Zeit genommen und die Startfenster zum Mars, theoretisch kann man natürlich, wenn die Rakete groß genug ist, jederzeit starten. Aber die optimalen Startfenster sind natürlich nur alle 2 Jahre. Das hängt einfach mit den Bahngeschwindigkeiten und den Orbits zusammen von Erde und Mars. Naja, ich meine, wenn man jetzt genau hinguckt, und ich glaube, da hast du auch nochmal eine kleine Grafik vorbereitet, wie funktioniert das Ganze denn? Das heißt also, die Erde, die ist im Moment, hinter dem Mars hinterher. Der Mars läuft ein paar Grad im Voraus. Über die Flugbahn bis zum November hin ist aber die Erde am Mars vorbeigeflogen. Das heißt, man möchte natürlich auch den Schwung der Erde mitnehmen, um halt die Sonde auf den Weg zum Mars zu begleiten. Das heißt, dadurch, dass der Mars, jetzt hinter uns ist und die Sonde gestartet wird, fliegt der Mars an der Erde, der Mars ist ja jetzt vor. Ja, genau, ich hab's gerade eingeblendet, die sind fast gleich auf eigentlich. Natürlich hat die Erde eine höhere Bahngeschwindigkeit, das heißt, die Erde wird natürlich davonziehen. Der Mars ist aufgrund des höheren Orbits mit einer geringeren Bahngeschwindigkeit. Das heißt, die Erde schießt den sozusagen auch aus Eigenrotation ab. Also ich meine, die Rakete ist ja eigentlich nur dafür da, um irgendwie die um die Sonne dann irgendwie wegzubekommen, auf eine höhere Bahn. Und danach lässt sie sich sozusagen einholen vom Mars. Und der Mars regelt dann eigentlich auch schon mit seiner Anziehungskraft ein bisschen was. Natürlich muss man auch selbst noch ein Bremsmanöver fahren. Und dann ist man dann eben nach 7 Monaten quasi, Hohmann-Transfer ist das Stichwort, ne? Ist man dann sozusagen direkt beim Mars. Hier sehen wir es kurz vor Schluss, der Mars holt jetzt sozusagen kurz vor Schluss auf. Dann muss man eigentlich sogar sagen, das ist kein Bremsmanöver. Das ist immer die Frage, aus welcher Sicht man das alles erzählt. Aus der Sicht des von oben, also externes Beobachters des Sonnensystems, ist es eigentlich sogar kein Bremsmanöver, sondern ein nochmal Gas geben, damit der Mars nicht vorbeirauscht. Ja, in letzter Konsequenz schauen wir mal, wie es denn aussieht. Also ich sehe im Moment nichts in der Richtung, dass der Countdown... Jetzt steht gerade, UL Launch Conductor just completed his poll. All stations confirm their readiness to proceed with the countdown. Also der Countdown scheint auf jeden Fall nach dem aktuellen Countdown-Poll weiterzugehen. Dann wäre aber auch das Datenproblem oder müsste das Datenproblem gelöst sein, weil du wirst. Hier steht's auch. The team was introduced to clear their alarms. The countdown will resume. Okay, gut. Dann. Inside Spacecraft ist interner Stromversorgung jetzt. Okay, das sieht also dann an der Stelle gut aus.
Genau. So. 5 Minuten hätten wir noch. Dann würde ich auch sagen, machen wir gar nicht mehr groß irgendwelche Videos einspielen, sondern jetzt konzentrieren wir uns einfach mal darauf, wie das denn jetzt so alles vonstatten geht. Ich meine, Raketenstart, für die, die neu dazugekommen sind, im Prinzip zündet man halt die Haupttriebwerke, Thomas hat es vorhin schon gesagt, dann wird natürlich auch wieder dieses Niagara-Fallsystem, ich weiß nicht, wie es hier jetzt heißt, das hat immer einen anderen irgendeinen Namen, beim Space Shuttle hieß es South Suppression Water System, bei SpaceX hieß es, glaube ich, Niagara, nichts anderes, wie dass man da ordentlich Wasser aus Tanks reinbringt, damit einfach die Abgase und diese Geschwindigkeiten des Abgasstroms dann möglichst wenig kaputt macht und auch nicht zurückreflektiert und dann die Rakete selbst noch vielleicht beschädigt. Ne? Also eigentlich müssten wir jetzt gleich in die automatische Sequenz gehen. So, das heißt also, gucken wir mal, wie das denn aussieht. T-minus 4 minutes, 4 Minuten noch. Und jawohl. Ich mache jetzt auch den NASA-TV-Ton an, damit wir da auch alles mithören. Genau, und wir werden natürlich wieder zum eigentlichen Liftoff, werden wir dann natürlich auch mal wieder leise sein, damit ihr dann auch mal eine Chance habt, das Röhren der Triebwerke so richtig schön zu hören. 3 Minuten 33. Okay. Wow. Pacific Time Launch. We're at T minus 3 minutes, 20 seconds and counting. So, aber das mit dem Nebel, das soll uns auch gar nicht so sehr stören. Das letzte Mal hatten wir gesehen, dass diese Rakete selbst bei der Zündung den ganzen Nebel quasi weggeblasen hat und dann war dann doch wieder was zu sehen. Und dann gibt es natürlich auch die Long-Range-Kameras, die viel weiter weg sind. Der Bodennebel, der ist nicht so hoch. Es gibt dann nochmal eine geschlossene Wolkendecke auf so 9 Kilometern. Das heißt, es besteht wahrscheinlich eine Chance, dass wir kurz nach dem Start alles sehen werden bis zu 9 Kilometer Höhe. Dann geht es aber wirklich in eine geschlossene Wolkendecke und vielleicht gibt es noch IR-Kameras, die da noch was aufnehmen können oder vielleicht gibt es doch irgendwo noch eine Wolkenlücke, da müssen wir einfach mal schauen, was wir sehen. Ja, manchmal brennt ja auch die Rakete sich eine Lücke in die Wolken, je nachdem, wie das halt aussieht. Ja. Lass uns noch mal einen kleinen Zeitvergleich machen. Ich bin bei 2,35 im Moment. 2,25. Dann solltest du vielleicht noch mal einmal F5 drücken. Meinst du? Das Thema hatte ich schon. Gut. Na gut. Schauen wir mal. 2 Minuten. Das heißt, bei 2 Minuten wird jetzt im Prinzip auf interne Power geschaltet. Das heißt also, die Command-Sequenz fängt dann bei 1,55 abzulaufen. Und das heißt, auch der Topping-Modus müsste jetzt mittlerweile voll sein. Das heißt, wir müssen in wenigen Sekunden feststellen, dass kein Sauerstoffgas mehr aus der Rakete austritt. Genau, das stattdessen heißt, wird Dampfen dieses, müsste, das wird Dampfen das, müsste genau, aufhören. Das wird dann im Prinzip einfach dazu verwendet, stattdessen um einen Druck zu erzeugen. Wenn es nicht rausdampfen kann, dann wird es da drin halt einfach vergasen. Gas hat mehr, braucht mehr Platz, nimmt mehr Volumen ein. Und dadurch setzt man sozusagen automatisch dann die Tanks ein bisschen unter Druck. Das ist ganz gut, damit da unten entsprechend die Pumpen auch besser versorgt werden. Eine Minute und 10 Sekunden. Wow, das wird bei mir immer lustiger. Ich bin jetzt bei 1,22. Aber gut, okay, ich übergebe dann an dich. Eine Minute. Range is green, also kein kleines Ausflugsbötchen, was irgendwie im falscher... Ja, das ist ja auch ein bisschen früh heute, ne? Ja, 4 Uhr morgens, ja. Genau, es sind 9 Stunden Zeitdifferenz an die Westküste. Das heißt, wir haben 13.05 Uhr. Da ist es dann entsprechend 9 Stunden zurück. 4 Uhr. So, dann lasse ich euch jetzt mit den Bildern und dem Ton bis nach, bis das Knattern vorbei ist, alleine und wünschen euch viel Spaß beim Start. Wir drücken die Daumen. Bis gleich. Go Atlas check. Go Atlas. Go Center. Go Insight. We're at T-minus 15 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. And liftoff.
of the Atlas V, launching the first interplanetary mission from the West Coast, and NASA's InSight, the first outer space robotic explorer to study the interior of Mars. Continues to look good at this point in the mission. Injector pressures, pump speeds, expected regions, extra ratio, controlling within expected parameters. So, schöner Start. Sah alles ganz gut aus. Wie vorhin vermutet, gibt es wahrscheinlich eine Infrarot-Rakete. Rakete, sage ich schon, Infrarotkamera. Auch die Onboard-Kameras, auf die hat man natürlich noch Zugriff. Und da sieht man natürlich bei den Onboard-Kameras sehr schön, dass da noch sehr, sehr viel Luftfeuchtigkeit unterwegs ist und natürlich auch noch ein paar Eispartikel, die sich ja immer noch an der Rakete befinden und durch mit zunehmender Geschwindigkeit auch komplett abhauen. Ja, es wird wahrscheinlich auch keinen Start jetzt in die Sonne reingeben. Ich glaube, dafür ist es da einfach noch zu weit entfernt. Diese Tag-Nacht-Grenze. So, Mach 1 haben wir erreicht. Genau. Danach kommt auch schon... Max-Q haben wir jetzt, das heißt die maximale aerodynamische Belastung, das Verhältnis von der Geschwindigkeit zur Dichte der Atmosphäre ist an dem Punkt einfach der größte. Ja, und man versucht dann natürlich auch so eine Balance hinzubekommen. Manchmal muss man das Triebwerk ein bisschen eingrenzen, je nachdem, wie schwer halt die Nutzlast ist. Und damit man das Max-Q, also die maximale Belastung, halt eben nicht überschreitet. Und wenn man dann, sag ich mal, in den etwas dünneren Luftschichten ist, da kann man dann wieder Gas geben. Aber sieht man auch sehr schön die Rakete selbst mit diesen Infrarotaufnahmen. Der Kegel wird natürlich unten auch immer größer, das heißt der Abgasstrahl wird immer breiter, die Luftdichte nimmt ab und damit wird der Kegel selbstverständlich auch immer mehr. Die Expansion des Triebwerkes sozusagen nimmt zu. Auch ein Grund, warum das Oberstufentriebwerk immer eine leicht andere Düsenform hat, meist eine größere, um eine Überexpansion da zu vermeiden und eine höhere ISP zu bekommen. Was natürlich auch spannend ist, ist halt dadurch, dass dieser Kegel immer größer wird, man sollte es nicht glauben, das Ganze, was da hinten rauskommt, ist so heiß, dass es auch, dass diese Strahlungswärme, die dabei freigesetzt wird, auch einen direkten Einfluss auf die Nutzlast hat. Das heißt, also die Nutzlastverkleidung, die man hat, die ist auch gleichzeitig eine Art Strahlungsschutz von der Wärmestrahlung von dem Boostertriebwerk. Genau, als nächstes haben wir dann auch die erste Stufe abschalten. Das wäre dann nach 4 Minuten. Haben wir die Nutzlastverkleidung weggesetzt oder haben wir das schon gesehen? Ja, interessanterweise, ne? Das ist bei vielen andersrum, dass das erst bei der Zweitstufe passiert. Gut, je früher sie weg ist, ganz klar, desto mehr spart man an Masse, was man weiter sinnlos hochschleppt. Ja, also, so, 4G haben wir jetzt an Beschleunigung. Die Rakete soll ja auch bemannt eingesetzt werden. Ne? Also im Sommer, glaube ich, die CST-100-Kapsel, die soll zumindest erstmal in einem unbemannten Testflug auf eine Atlas gestartet werden. Und ich vermute auch, dass die Idee ist, die dann auch bemannt darauf zu starten. Aber da das weiß ich eben nicht, ob halt die Atlas, sage ich mal, eine Personenzertifizierung hat. Aber ich glaube, dass man da auf dem Weg ist und die an der Stelle erreichen will. Ne? Genau, diese Dreifachredundanz und etc. Man suche sich beliebige drei... So, das war jetzt die Abtrennung. Die Stufenabtrennung gewesen sein. Sehr hübsch. Interessant, da ist definitiv eine geschlossene Wolkendecke und diese Infrarotkameras kann man da offensichtlich durchgucken. Ne? Ja, das ist das eine. Du siehst aber auch, dass die Rakete schon so ein bisschen sich da auch ein Loch hineingebrannt hat. So, 80 Kilometer Höhe, jetzt die Nutzlastverkleidung tatsächlich erst nach der Stufentrennung. So, Downrange in Meilen, 300 Meilen fast vom Startplatz schon entfernt. Und unten rechts sehen wir dann auch, in welche Richtung es geht. RGN2 Verge Firings underway for thermal conditioning.
As you can see to the bottom right of your screen, the flight path of the rocket. So, es wird ja dann auch nochmal einen Cut-Off geben und nochmal eine Wiederzündung. Ja, es gibt jetzt sozusagen dann nochmal ein Miko 1 und 2 von der Zweitstufe. Das werden wir allerdings nicht mehr übertragen, denn da gibt es eine sogenannte Barbecue-Phase. Ich weiß nicht, ob sie hier auch so heißt. Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber in letzter Konsequenz wird das Zeug ganz schön gegrillt. Und daher kommt ja der Name. Ne? Das heißt also, man befindet sich dann schon irgendwann im Sonnenlicht, weil man hat ja gesehen, dass das Ganze erstmal nach Süden weggeht, um, sag ich mal, das Kap Horn herumfliegt und dann irgendwann geht es ja wieder aufwärts. Und da ist dann halt schon Sonne. So, und man ist vielleicht auch schon ein bisschen eher in der Sonne. Und das bedeutet natürlich, dass Wärmeeinstrahlung stattfindet. Und man möchte das nicht nur punktuell haben, sondern man möchte das schon noch ein bisschen ausgeglichen haben. Genau. Vielleicht nochmal ein interessanter Nebenaspekt. Die Oberstufe, die Centaur-Oberstufe, die ist nicht selbsttragend. Das heißt also, die Tanks müssen die ganze Zeit unter Druck sein. Das heißt, wenn die aufgerichtet ist, muss man einen gewissen Druck aufbauen, um dann halt quasi diese Stufe auch unter Druck zu füllen, damit halt die Statik gewährleistet ist. Ja. Genau, das ist auch bei der Erststufe auf jeden Fall auch so, bei der Atlas, das ist so historisch gewachsen, das Design. Das hatte man da schon länger, weil basiert ja im Prinzip auch auf einer Interkontinentalrakete und hat dann auch mal das Triebwerk auch irgendwie ausgetauscht. Und ist ja ein russisches Triebwerk, was auch unter Lizenz dann gefertigt wird. Das RD-180. Genau, das war ja häufig auch ein Grund dafür, warum man aus politischen Gründen häufiger mal versucht hat, andere Raketen zu favorisieren. Ne? Ja, es gab aber auch, sag ich mal, Probleme bezüglich der Verfügbarkeit. Also auch aus politischen Gründen wahrscheinlich. Naja, genau aus dem Gründen. Man hat halt dann irgendwann gesagt, also liebe Leute, wenn ihr mit diesen Exportgeschichten auf uns einschlägt, dann müssen wir uns da mal ein paar Gedanken machen, was das Thema Lizenz RD-180 angeht. Aber wie gesagt, das ist eine Kooperation mit Russland. Und ich sag mal so, vielleicht sollte man sich generell auf der Welt insgesamt mal zusammentun und zusammenarbeiten, weil dieses Eigenbrötlerische ist, denke ich mal, ein Rückschritt, oder? Das sollte die Vergangenheit sein. Richtig. Ich glaube, wir kommen mit dieser Erde nur zusammen weiter. So. Genau, wie vorhin schon gesagt, Miko 1, da, bis dahin zeigen wir es. Danach, wie gesagt, gibt es irgendwie eine Stunde oder anderthalb, ich weiß es nicht ganz genau, können wir gleich nochmal nachgucken. Diese Phase, wo man dann wartet, bis man quasi auf dem optimalen Punkt der Bahn ist, um dann den Burn zu starten, um aus der aus dem Gravitationsfeld der Erde zu entfliehen, die Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen. Und dann, wenn man das getan hat, werden auch diese beiden CubeSats abgestoßen, die werden ja nicht in eine Marsumlaufbahn eintreten, die werden einfach nur dran vorbeifliegen mit der Raumsonde mit. Die Raumsonde selbst wird es dann natürlich tun. Die hat auch noch ein paar kleine Triebwerke. Ja, ich hoffe, dass man auch Kamerabilder kriegt. Ich bin mir nicht so sicher, ob Marco A und B auch noch eine Kamera haben. Das habe ich jetzt irgendwie nicht genau im Kopf. Gut, SpaceX hätte das wahrscheinlich gemacht. NASA hat eigentlich auch immer den Wunsch nach Bildern, zumindest hier Onboard-Kamerabilder. Wenn es eine NASA-Mission ist, wenn es eine reine ULA-Mission ist, hat man es häufig auch mal nicht. Ist immer so ein bisschen davon abhängig, wer auch der Kunde ist. Bei Ariane gibt es ja auch immer wieder die Kritik, das häufiger zu machen. Ja, ich meine, man kriegt zwar sogenannte Außenbordaufnahmen, aber das sind dann meistens Konserven. Und wir wünschen uns natürlich, dass das Ganze auch ein bisschen mehr in Richtung live geht, dass wir wirklich live Außenaufnahmen häufiger bekommen. Gutes Stichwort. Wir versuchen natürlich jetzt auch in diesem Jahr vielleicht mal wieder häufiger zum Mikrofon zu greifen. Es gibt ja ein paar interessante Sachen, die dieses Jahr anstehen. Eben schon mal drauf angesprochen. Die ersten Teststarts von den bemannten Crew-Kapseln. Also in dem Fall natürlich noch unbemannt beim Teststart. Aber da geht es auf jeden Fall wieder in Richtung bemannte Starts. Und mal schauen, wann die nächste SES. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Die Landung haben wir hier natürlich vielleicht auch nochmal im Blick. Vielleicht können wir dann auch nochmal einen Experten zuschalten, der uns schon mal bei der Rosetta-Mission, bei der Philae-Landung zugeschaltet war.
der an der Stelle als Geo-Experte der perfekte Ansprechpartner wäre, um uns dann auch vielleicht auch bei der Landung nochmal ein paar Details zu erklären, was man da alles so vorhat. Ne? Ja, auf alle Fälle, denn ich sag mal so, auf der einen Seite sagt man ja, der Mars ist ja mittlerweile erkaltet, der sollte eigentlich nicht mehr geoaktiv sein, aber vielleicht ist das ja doch, das wird man ja dann herausfinden. Und wir sind mal gespannt, was wir da für weitere Innensichten, sag ich mal, bekommen. Ja. 130 Meilen Flughöhe haben wir jetzt. Ich habe vorhin nämlich, glaube ich, Kilometer gesagt. Jetzt sieht man auch immer ganz schön, es geht jetzt tatsächlich auch wieder bergab. Das ist eigentlich so ein typisches Flugprofil. Man versucht jetzt einfach die Geschwindigkeit aufzubauen. Und wenn man da ein paar Kilometer an Höhe verliert, dann ist das auch nicht schlimm. Der Höhe von 130 Meilen, da ist auch nichts mehr mit irgendwelcher Atmosphäre. Also zumindest so wenig, dass es keine sehr große Rolle spielt. Gar keine darf man natürlich auch nicht sagen. Die ISS da oben, die muss regelmäßig trotz 400 Kilometern Höhe eine Bahnanhebung fahren, um nicht runter zu plumpsen. Ja, das gibt ja immer wieder nochmal so ein Atom, was da vorbeirauscht. Und ja, bei den Geschwindigkeiten zählt im Prinzip jedes einzelne Atom. Genau, atomarer Sauerstoff. Das ist auch Korrosion, ne? Also das hat auch noch die Auswirkungen, dass da Sachen rosten. Ja, und was auch noch interessant ist, wenn man sich die Teile anguckt, mittlerweile findet man ja auch Bakterien und bestimmte Organismen an der Außenhaut von der ISS. Und da stellt man sich dann halt auch die Frage, wie sind die da hingekommen? Ja, und wieso können die da eigentlich überleben? Und dann stellt man fest, dass die ganzen Dinge, wo man früher gesagt hat, naja, Leben kann nicht wirklich durch den interstellaren Raum übertragen werden, die stellt man jetzt dann doch schon wieder in Frage, weil man ja feststellt, es gibt trotzdem irgendwas, was halt in dieser unwirtlichen Gegend doch überlebt. Eine Minute hat. Noch, der Burn. So, jetzt sieht man auch wieder das Perigeum. Das ist der erdnächste Punkt, der ist aktuell noch negativ. Das würde bedeuten, dass wenn man jetzt aufhört zu brennen, geht es einen halben Orbit später oder ein Stück früher schon mit einem Knall auf die Erdoberfläche. Aber jetzt erreicht man sozusagen fast die Geschwindigkeit, die man braucht, um einen Orbit zu erreichen. Damit baut sich jetzt auch das Perigeum ab auf eine Höhe, die oberhalb der Erdoberfläche ist. Genau, das ist jetzt so die Idee, ne? dass man sagt, okay, den erdnächsten Punkt, den wollen wir möglichst überhalb der Erde haben und so hoch, dass wir, sag ich mal, nicht wieder in die engen Luftschichten eintreten. So. Hatte man ja sogar auch beim Space Shuttle damals, dass man da nur 60 Kilometer Perigeum hatte, das hätte nicht gereicht. Da musste man nochmal. Ja, das waren aber auch Sicherheitsgründe, ne, die dafür sprachen. Ne? Der Tank sollte ja auch wieder eintreten. Das ist das eine und man wollte ja natürlich auch, wenn dann irgendwas so, schief geht. Jetzt geht's ganz schnell gerade. Jetzt sieht man, wie es hochgeht. 60, ja. 70, 80, 90, 100. 100 nautische Meilen. Die haben ja auch mal wieder alles was anderes. Na gut, jetzt sind es nautische Meilen. Also 100 mal 100 nautische Meilen hat man jetzt. Bei kreisrunden Orbit hingekriegt. Ja, oder so auch selten. Genau. Ne? Direkt kreisrund. Okay. Sehr gut. Genau. Jetzt können Sie sich sozusagen aussuchen. Was heißt aussuchen? Sie haben es berechnet. Wann Sie Ihren nächsten Burn machen dann und dann geht's raus aus dem Erd-Mond-System. Ja, und dann fängt man dann irgendwann an, halt auch die CubeSats auszusetzen. Interessanterweise befinden die sich nicht oben, sondern unten. Sag ich mal, in der Nähe von der Antriebsstufe. Ja, genau, das ist so ein typischer Ort, wo man sagt, okay, das ist dann auch noch weit genug weg, um die Hauptprimärnutzlast irgendwie zu gefährden. Auch bei der Ariane hatte ich schon gesehen, dass sie da solche Taschen drin haben. Die haben eine standardisierte Größe, diese CubeSats häufig, dass sie in diese Slots reinpassen. Die werden häufig als Sekundärnutzlast mitgemacht und der Primärkunde, der hat natürlich kein Interesse daran, dass da irgendwas mitgenommen wird, was seine eigene Nutzlast geringsten. An der Stelle ist es natürlich der gleiche Kunde, gehören alle drei der NASA. Aber häufig ist es auch so, dass der Primärkunde die Rakete zahlt und dann auch sagen kann, nee, ich nehme keine CubeSats mit, aber... Aber ich meine, was man natürlich auch sieht bei diesen CubeSats und
Warum die halt, also gut, zum einen fliegen sie dran vorbei, zum anderen sind die garantiert auch nicht unter den Hygienebedingungen gefertigt worden, wie halt Inside. Denn es gibt ein sogenanntes Planetary Protection, mal, ne? Ja, genau, Verunreinigungsgesetz. Ja, das Planetary also, Protection. Genau, das heißt also, man darf zwar seinen Schrott dort abladen, aber der hat bitte schön so sauber zu sein, dass man kein Leben auf den Mars bringt und nicht noch zu irgendwas verfälscht, sodass man halt die Forschung auch wirklich sauber und realistisch durchführen kann. Blöd wäre es, wenn man irgendwie Kulturen mitgenommen hätte und die versehentlich auf dem Mars ausgebracht hätte. Und dann wundert man sich auf einmal, dass man Leben auf dem Mars feststellt und dabei hat man das selber mitgebracht. Auch eine Art Terraforming. Ja, gut. Aber das ist ja genau das, was halt nicht gewollt ist. Aber was man natürlich jetzt sehr schön sehen kann, ist, wo sehe ich jetzt die Trajectory oder wo sehe ich denn jetzt eigentlich die Flugbahn noch oder wo habe ich sie sehen können? Und da sieht man sehr schön, wie man in Kalifornien, wo man von Kalifornien aus den Start hat sehen können. Und gleich wird das Thema Planetary Protection auch nochmal auf NASA TV betrachtet. So, wir haben jetzt noch ein Video, geht so 3 Minütchen, wo auch nochmal so die Mission von A bis Z gezeigt wird. Das zeigen wir jetzt auf jeden Fall nochmal, danach melden wir uns auch nochmal kurz wieder mit ein paar abschließenden Worten. Bis gleich. Woraus besteht das Innere des Mars? Wie haben sich Steinplaneten wie die Erde vor 4 Milliarden Jahren gebildet? Wir stehen am Rande, all das herauszufinden mit der nächsten großen Mission zum Mars. Die nächste Mars-Mission wird in diesem Reihenraum bei Lockheed Martin gebaut. 2018 wird NASA InSight gestartet. Das steht für innere Exploration unter Verwendung von seismischen Untersuchungen, Geodäsie und Wärmestrom. InSight ist ein Lander, der versucht, die Antwort auf Fragen zu finden, die andere Missionen nicht beantworten konnten. Wie sind Gesteinsplaneten entstanden? Wir haben bereits eine große Anzahl an Sonden, Lander und Rovern zum Mars geschickt, aber sie haben alle unterschiedliche Dinge untersucht, wie die Atmosphäre oder Landformationen wie Canyons. Aber niemand hat bisher versucht, die frühe Entstehungsgeschichte aufzuklären. InSight-Lander ist sicher verwahrt in diesem Reihenraum. Um hier reinzugehen, muss man einen Reinraumanzug tragen. Damit wird sichergestellt, dass das Raumfahrzeug nicht kontaminiert wird. Schon kleine Partikel könnten die Instrumente vor Ort beeinflussen. Es ist auch wichtig, keine Bakterien von der Erde zum Mars zu bringen. Falls wir je Leben auf dem Mars finden, wollen wir ausschließen, dass wir es dort nicht hingebracht haben. InSight adressiert diese Frage, indem es seine innere Struktur analysiert. Aber um das zu tun, müssen wir die Sonde erstmal zum Mars bringen, was nicht ganz einfach ist. Das liegt daran, dass eine Marslandung sehr herausfordernd ist. Zuerst muss die Sonde 300 Millionen Kilometer zum Mars fliegen. Und das ist der einfache Teil. Denn die letzten Kilometer erfordern eine extrem hohe Präzision. InSight muss einen schmerzlichen Wiedereintritt in die Atmosphäre überleben, wo sein Hitzeschild Temperaturen von bis zu 1500 Grad Celsius überstehen muss. Danach wird das Hitzeschild abgesprengt und der Fallschirm löst aus. Zuletzt gleitet InSight auf seinen Landetriebwerken zum Boden und verlangsamt auf weniger als 10 km/h. All das passiert in den berühmten 7 Minuten. Das ist eine Triebwerkslandung und das ist sehr schwierig. Aber Lockheed Martin-Ingenieure haben das für die NASA bereits vor 40 Jahren gemacht und beweisen die Fähigkeit nun erneut für InSight. So können wir mit gutem Gewissen sagen, dass die Mission in guten Händen ist. Die InSight-Mission basiert auf dem Phoenix-Lander. Es wird mit 3 wissenschaftlichen Instrumenten ausgerüstet sein, gebaut vom JPL, dem DLR und CANES. Diese Instrumente arbeiten zusammen, um die Lebenszeichen vom Mars zu nehmen und Daten zu sammeln, die Wissenschaftler erlauben werden, die innere Struktur zu entschlüsseln. Ein Seismometer misst Marsbeben, eines analysiert, wie der Mars rotiert und wackelt, und letztendlich hämmert sich eine Wärmesonde 5 Meter in den Untergrund, um die Temperatur zu messen. Danach wird die Sonde zum Vandenberg Air Force Base transportiert in Kalifornien. InSight wird die erste interplanetare Sonde sein, die von der Westküste der USA abhebt.
Dort wird sie mit einer Atlas V-Rakete verheiratet für seine 7-monatige Reise zum Mars. I'm Emily Calandrelli and this has been your Spotlight on Space. So, ich hoffe, ihr habt auch mitbekommen, dass wir mittlerweile in Full HD senden. Wir haben mal wieder geschaut, was es mittlerweile Neues auf dem Markt gibt und haben mal geguckt und was gefunden, dass wir euch das jetzt auch in Full HD präsentieren müssen. Jetzt fehlt uns nur noch NASA TV, was in Full HD angeboten wird. Unser Material, was wir zwischendurch gezeigt haben, war es auf jeden Fall. Auf alle Fälle, was man jetzt auch sehr, sehr schön auf NASA TV sieht, ist, dass wir europäische Beteiligung haben. Und zwar zwei Geräte, eins von CNES und eins von der DLR. Und wir haben jetzt hier zwar Interviewpartner auf NASA TV, die wir eigentlich kennen sollten. Ja, genau. So, aber ich denke, Klaus, wenn denn dann die Landung ansteht, dann wollen wir auch, dann werden wir natürlich auch live übertragen. Wenn es irgendwie eine humane Uhrzeit wird. Ja, im Moment sieht es so aus, als könnte man das. Und ich glaube, dass das auch wieder Spaß machen wird. Ich würde sagen, freut euch drauf. Bitte subscribed. Wir werden in ferner Zukunft auch noch einen etwas anderen Kanal anbieten. Das heißt also, wir werden nicht nur die Aufzeichnungen zur Verfügung stellen, sondern die Clips, die wir mittlerweile compiled haben, einzelne Doku-Clips und so weiter, die planen wir in Zukunft in so einem Art, sag ich mal, Bonusprogramm anzubieten, wo ihr uns im Prinzip unterstützen könnt, um halt diese Qualität des Livestreams aufrechtzuerhalten. Doch dazu kommt in Zukunft mehr und wir hoffen, dass ihr uns weiterhin treu bleibt dabei. Genau, wir schließen ab mit einer letzten 1 Minute Mini-Doku über Marsbeben und danach geht's in den Abspann. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei gewesen seid. Wir haben uns natürlich auch gefreut, mir hat es wieder Spaß gemacht. Lang ist's her. In Zukunft wieder ein bisschen regelmäßiger hoffentlich und dann freuen wir uns auch wieder auf euch. Bis in dem Sinne, euch ein schönes Wochenende noch und ja, bis bald. Bis bald. Gibt es Erdbeben auf dem Mars? Beziehungsweise gibt es Marsbeben? Beben gibt es auf der Erde ständig, hauptsächlich durch kontinentalen Drift. Sie schwimmen auf dem Magma darunter. Das nennt man Plattentektonik. Mars scheint das nicht zu haben, aber andere Dinge können den Mars beben lassen, wie Risse durch Kontraktion bei Auskühlung, Magma, das von unten Druck auf die Oberfläche ausübt, oder auch Meteoriteneinschläge. Jedes Beben sendet seismische Wellen um und durch den Planeten. Geologen können analysieren, wie diese Wellen von verschiedenen Schichten reflektiert werden, um herauszufinden, wie das Innere aufgebaut ist. NASAs InSight-Lander trägt ein supersensitives Seismometer mit sich, um Marsbeben zu messen und könnte Dutzende während seiner Mission entdecken. Jedes kann uns viel erzählen über den inneren Aufbau des mysteriösen roten Planeten. Vielleicht, wie alle Felsplaneten entstanden sind. Because they are easy, but because they are hard. Because that goes.